Watson. Was ist denn? Es ist ein Brief für Sie gekommen. Tatsächlich? Ja. Hier, hier, bitte. Danke. Wer schreibt mir denn? Oh, Marjorie Bowman. Was für eine wunderbare Überraschung. Marjorie Bowman? Ja. Und wer ist das? Ist das lange her? Ich war mit ihren Eltern sehr eng befreundet. Sie muss ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein, als die beiden tragischerweise kurz nacheinander an der Grippe gestorben sind. Oh ja, schreckliche Zeit. Seitdem hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Das Letzte, was ich damals hörte, war, dass sie nach dem Tod der Eltern von einem alten Onkel in einem Herrenhaus irgendwo in Kent aufgenommen wurde. Kent. Ich hatte aber nie eine Adresse. Jetzt haben Sie eine. Ja. Ashford ist ein nettes Örtchen. Ich war schon ein paar Mal dort. Woher wissen Sie, dass Marjorie in Ashford wohnt? In der Nähe von Ashford. Ganz einfach, weil ich lesen kann, lieber Freund. Hä? Steht doch da auf dem Umschlag. Ach. Ich habe den Absender vorhin nur kurz überflogen. Groomley Park, Ashford. Klingt idyllisch. Das arme Waisenkind scheint es dort recht gut getroffen zu haben. Das steht zumindest zu hoffen. Ein armes Waisenkind war Marjorie aber nie. Ihre Eltern sind ziemlich vermögend gewesen. Sie dürften ihr, wenn ich nicht irre, eine nicht unbeträchtliche Erbschaft hinterlassen haben. Wie es ihr wohl gehen mag. Zur Beantwortung dieser Frage empfehle ich die Lektüre des Briefes. Der Brief, Watson. Öffnen Sie doch den Umschlag und lesen Sie ihn. Ja, natürlich. Also. So, na, mal sehen. Lieber Onkel John, ich würde mich freuen, wenn wir morgen, das ist heute, wenn du diesen Brief liest, etwas zusammen im Eight Bells essen oder trinken würden. Ich will dir Bango vorstellen und außerdem gibt es da noch etwas, das ich dich unbedingt fragen möchte. Ich erwarte dich um 1 Uhr mittags. Es grüßt dich deine ehemals kleine Freundin Marjorie. PS, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du mit einem Gentleman zusammenwohnst, der so Sachen macht wie Leute auszuspionieren und zu verhaften? Was ist denn so komisch? Stellen Sie sich vor, sie fragt nach Ihnen. Nach mir? Ja, ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du mit einem Gentleman zusammenwohnst, der so Sachen macht wie Leute auszuspionieren und zu verhaften? Ja, das hat diese Marjorie ganz richtig in Erinnerung. Wie alt wird sie denn mittlerweile wohl sein? Ich denke, sie wird 16 oder 17 sein. Dann hoffe ich ganz uneigennützig, dass diese recht saloppe Frage in die Richtung zielt, dass sie für einen Gentleman wie mich gerade Verwendung hätte. Ich sterbe nämlich vor Langeweile. Ich weiß. Wir alle hier im Haus wissen das. Ach Himmel, war ich etwa wieder so übellaunig wegen meiner Unterbeschäftigung? Nicht mehr als sonst. Das beruhigt mich. Ach du lieber Himmel, es ist ja schon 1:30. Na und? Marjorie will sich doch 1 mit mir im 8 Bells treffen. Heute? Ja, heute. Na dann los. Worauf warten Sie denn? Ja, ich gehe ja schon. Das fehlte noch, dass mir nur wegen Ihrer angeborenen Trägheit ein möglicherweise vielversprechender neuer Fall durch die Lappen geht, nachdem es mich so sehnsüchtig verlangt. Angeborene Trägheit? Na los, hurtig, Watson. Beweisen Sie mir gern das Gegenteil. Also wirklich. Ach. Ich stellte mir auf dem Weg immer wieder die Frage, warum um alles in der Welt Marjorie mich nach so langer Zeit um ein Treffen gebeten hatte. Und wer mochte bloß dieser Bango sein? Die Neugier führte erfreulicherweise dazu, dass ich meine Schritte zunehmend beschleunigte und so Holmes' bissige Bemerkung Lügen strafte.
Kurz nach eins, somit nahezu pünktlich, erreichte ich das Gasthaus Eight Bells. Onkel John! Hier! Wir sind hier drüben! Marjorie, zu einer bezaubernden jungen Frau herangewachsen, saß an einem Tisch in einer der hinteren Ecken des Lokals mit einem teuflisch gut aussehenden jungen Mann, der offensichtlich nur wenig älter war als sie selbst. Marjorie! Onkel John! Ich denke, den Onkel können wir mittlerweile streichen. Mein Gott, zu was für einer Schönheit du erblüht bist. Danke, John. Und das muss dann wohl... Genau, das ist Bango. Aha. Freut mich, Sie kennenzulernen, Bango. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Dr. Watson. Mein richtiger Name ist übrigens Jack Ayrton. Ah. Aber alle nennen ihn immer nur Bango. So, dass ich fast selbst schon vergessen habe, wie ich eigentlich heiße. Ach, Bango, du Spaßvogel. Ist aber so. Na, dann will ich mich besser gar nicht erst mit Mr. Ayrton abmühen. Um Gottes Willen. Mr. Ayrton, das ist mein Vater. Oh. Sieh mal, Onkel, John, wir sind verlobt. Oh, das ist ja großartig. Mhm. Ein sehr schöner Ring ist das. Glückwunsch. Danke. Vielen Dank.